Schlepplifte waren einst das Mittel der Wahl, um die Skihänge rund um die Alp Trieder oberhalb von Samnaun zugänglich zu machen. Als das Gebiet 1978 vom Reißbrett erschlossen wird, entstehen neben der Zubringer Luftseilbahn drei lange Schlepplifte, unter anderem als Verbindung zum Skigebiet von Ischgl. Bereits 2 Jahre später nehmen 2 weitere Schlepplifte den Betrieb auf. Einer von ihnen ist der Bleist-Gronda-Lift, der einen damals abgelegenen Talkessel erschließt. Heute ist diese Anlage der letzte noch verbliebene Schlepplift aus der Gründerzeit des Skigebiets von Samnaun. Erstellt wird er von der Firma Garaventa und ausgestattet mit einem fest installierten Antrieb in der Talstation sowie einer Gewichtsabspannung am Berg. Die Trassierung ist durchwegs abwechslungsreich. Nach einem flachen Beginn folgt ein recht spektakulärer Steilhang. Im oberen Streckenteil verläuft der Bleist-Gronda-Lift dann wieder deutlich sanfter. 1200 Personen kann der Lift pro Stunde transportieren. Eine Fahrt nimmt dabei nur etwas mehr als 4 Minuten in Anspruch. 143 Höhenmeter überwindet er bei einer schrägen Länge von 740 Metern. Um genau zu sein, sind es sogar ein paar Höhenmeter mehr, denn seinen höchsten Punkt erreicht der Lift beim Ausstiegsplatz, während die Bergstation aus Platzgründen ein gutes Stück tiefer auf der anderen Seite des Bergrads liegt. Beim Bau der Sesselbahn Widerjoch im Jahr 2003 wird der Ausstiegsbereich sogar noch um eine weitere Stütze ergänzt, um Platz für die Fahrgäste der Sesselbahn zu schaffen. All das macht die Situation rund um die Bergstation ziemlich einmalig. Und auch sonst ist der Lift unter all den Hochleistungssesselbahnen von Samnaun mittlerweile nahezu ein Unikat. Eine letzte Erinnerung an die Ursprünge des Skigebiets.